leider ist ganz Lavaredo abgesperrt. Wir können also nichts machen, außer überlegen, ob wir uns eine Alternative suchen. Die Bedingungen sind unglaublich, die besten Bedingungen, die man sich vorstellen kann jetzt für Fotografie. Und jetzt müssen wir überlegen, ob wir zum Lago Limedes fahren oder vielleicht Passo Giau. Oder hier bleiben. Nachdem ich gestern mit meinem Assistenten und vorgestern in Lavaredo war, bei der Cardini-Gruppe da oben, und die Kräfte so langsam den Bach runtergehen, das wird jetzt wirklich anstrengend. Man, alles Wichtigste hier ist echt super Schuhe. Also wenn man das hier macht, ey, natürlich, körperliche Fitness ist klar, aber die Schuhe, die können euch fertig machen. Jetzt war ich am ersten Tag hier am Lago Limedes. Das ist jetzt der nächste Versuch. Ich weiß, da ist wenig Wasser. Aber der Wetterbericht sagt Nebel und tiefe Wolken. Also habe ich mich entschieden, nochmal mein Glück hier zu versuchen. Ja, das ist da hinten, aber nicht hier. Also da hinten, da kommt der Nebel schon. Da ganz hinten, aber hier ist noch nicht so viel. Also gar nicht. Wenn kein Nebel kommt, werde ich trotzdem versuchen, Bilder zu machen. Ich werde dann wahrscheinlich, wenn kein Nebel kommt, ein Panorama machen. Aus vertikalen Weitwinkelbildern. Ich schätze mal so 9 Panoramas. Füge dann zu einem Bild zusammen und werde dann, so wie immer, es sei denn, da kommt noch irgendwas Tolles, den Himmel wieder nachträglich einfügen. Das ist hier zu 90% leider so der Fall. Gestern bei der Cardini-Gruppe, da hatten wir auf einmal richtig krassen Nebel. Das war so cool. Nur kannte ich mich da noch nicht aus und hatte die Drohne mit. Aber ich habe dann mitbekommen, dass nicht die Drohne so wichtig ist, sondern eher ein Zoom-Objektiv. Also ich schätze mal so 70, also 20 bis 100 mm ist da wahrscheinlich das Beste, je nachdem. Ja, mein Assistent vorne, der macht auch schon hier fleißig Videos, ist klar. Ist einfach nur, also wenn eine Gegend fotogen ist, dann hier oben der Lago Limedes, Passo Falzarego.
Ach du, das ist ja ganz weg. Der See ist leer. Der macht nicht. Das ist so. Naja. Also, letztes Mal war der See noch ziemlich voll, jetzt ist er komplett leer. Heute war der Wetterbericht so, dass jetzt hier heute erstklassige Bedingungen stattfinden. Dem ist natürlich wieder mal nicht so. Aber jetzt stellt euch doch einfach mal so vor. Also immer wenn ich so eine Situation wie jetzt erlebe, dass halt doch wieder nicht so interessant ist, also nicht so richtig geil. Und jetzt kommt noch dazu, der See ist komplett leer. Also wir haben ja keinen See, wir haben hier nur Gestein, eine Wüste. Aber diese Gegend lebt ja gerade von der Reflexion vom See. Ich stelle mir in solchen Situationen jetzt einfach das so vor. Stellt euch vor, ihr habt einen Auftraggeber. Ihr kriegt dafür jetzt, sagen wir mal, hier, der gibt euch 100.000 Euro. Mach mal hier ein paar schöne Modelbilder und geh mal da hoch. Und dann brauche ich noch ein bisschen was von der Landschaft. Und dann noch ein bisschen hier. Du hast aber nur 3 Tage Zeit dafür. So, dann habt ihr hier so ein Pech. Aber du hast ja nicht 3 Wochen Zeit, weil dann, oder 4 Wochen, dann hättest du vielleicht eine Möglichkeit, doch so ein Bild zu machen. Aber der zahlt dir ja nur so viel, dass halt diese 3 Tage abgedeckt sind für Models, für Equipment, für Zeit, für Flugtickets, für Hotel und. Das heißt also, ihr müsst. Ihr habt einen begrenzten Zeitraum. Und so genau mache ich das heute. Ich werde mir heute das einfach so vorstellen. Hier draus, was ich hier zur Verfügung habe, das Beste mache, aber mit dem Hintergedanken, dass ich in Photoshop 90% der Arbeit erledigen muss. Ich suche mir jetzt so, dass die Bäume so einigermaßen perfekt im Bild sitzen und nicht die Felsen verdecken. Und ich gehe ein bisschen höher, ich bin jetzt ein bisschen höher gelaufen, damit ich mehr Blick auf die Berge habe. Oh ja, okay. Also ich suche mir jetzt hier so einen Spot, falls man das nicht gehört hat gerade, weil ich so weit weg war, wo die Bäume so ungefähr so sitzen, dass die schön im Bild sind und nicht irgendwie was verdecken oder irgendwie so. Und da ist der Platz hier, glaube ich, ganz gut. Die werden jetzt schön von der Seite angeleuchtet, die Berge. Das ist sehr schön und alpine Glühen. Und das Einzige, was halt fehlt, ist Wasser und vielleicht noch ein bisschen Nebel. Vielleicht ist deswegen auch gerade so leer, weil die Leute wissen, dass hier kein Wasser ist. Das ist natürlich für mich super, da habe ich meine Ruhe hier, sind keine Leute. Kann mich hier austoben. Und mit dem Wasser stört mich nicht, weil packe ich einfach nachträglich rein. Das sind natürlich Geheimnisse, die man eigentlich nicht verrät, aber nur für euch. Okay, jetzt habe ich also mir hier vorne den Vordergrund geholt. Jetzt ziehen wir mal zu dem schönen Holz. Holen wir das Holz noch extra, kann man eventuell einarbeiten. So, jetzt holen wir uns einfach den Baumstamm hier. Die Betty, die nimmt uns auf. Dann müssen wir das anständig.
So, und das ist jetzt der schönste See Europas. Also, ich denke, zumindest einer der schönsten Seen, wenn Wasser drin ist, von Europa. Hier ist nochmal ein Bild, welches schon bearbeitet ist. Das war im Sommer. Und da bin ich gerade dabei hier. Das ist noch nicht fertig, das ist gerade mal so ein bisschen angefangen. Das ist im Winter, beziehungsweise im Oktober, wo es dann doch sehr kühl wurde irgendwann. Ja, aber man sieht hier an diesen RAW-Dateien, also wenn ich jetzt einfach mal hier irgendeine RAW-Datei öffne, dass es das wirklich gibt, diese perfekten Momente. Und an diesem Tag hier waren es jede Menge. Also es hat sich so schnell verändert und dann waren sie auf einmal alle weg, die Wolken, und dann kamen sie auf einmal ganz schnell wieder. Lichter runter, Tiefen hoch, Belichtung muss hier hoch. Ja. Dann würde hier die Wärme, ja, absolut grandios. Ich habe natürlich sehr viele Panorama wieder gemacht. Ich habe meine Stellung an diesem Tag sekündlich verändert. Ich bin da hoch und runter gerannt.